Es ist toll, es ist so toll, man kann miteinander spielen. Das ist gigantisch. Man kann unisono spielen. Wie geht das? Sitzt die Andreas, ich sitze da und wir spielen miteinander. Das ist also unfassbar. Wir befinden uns am Ende des ersten Abschnitts unseres Projektes Swing, bei dem wir ein System namens Lola, ein von GAR und dem Conservatorio Trieste entwickeltes Audio-Video-Übertragungssystem einsetzen. Die MDW ist verantwortlich für die Weiterentwicklung und Dokumentation des audiovisuellen Kontaktes, wobei es unser erstes Ziel ist, eine technische Arbeitsumgebung zu schaffen, die es einen vergessen lässt, dass man sich in einem anderen Raum befindet. Ich war insofern gespannt, weil natürlich gerade Gesangsunterricht sehr viel mit Hineinfühlen, Hineinhören, auch energetisch zu tun hat. Und ich da sehr gespannt war, ob sich das über dieses Medium auch machen lässt. Man hat mit der Zeit vergessen, dass diese Personen nicht im gleichen Raum stehen. Also ich bin jetzt einmal überrascht, wie leicht sich auf diesem Weg sinnvoll arbeiten lässt, wie viele verschiedene Lernfelder eigentlich zu bearbeiten sind, wie viele verschiedene musikalische Parameter eine Rolle in diesem Unterricht spielen können. Und dann will man sich aber vielleicht doch einmal persönlich begegnen und sehen. Ja? Also das schwingt bei mir schon auch noch so ein bisschen mit. Wie spüre ich das? Wie fühle ich das? Wie kann ich das demonstrieren? Wie kann ich das erklären? Und da ist eine räumliche Nähe natürlich schon absolut wesentlich. Und bin gleich beim ersten Termin eines Besseren belehrt worden. Und ich habe nur durch diese Demonstration und eben ganz gezielt zur Kamera hingehen und zeigen und nur die Bereiche zeigen und wieder demonstrieren, auf einmal hat das auf der anderen Seite funktioniert. I was playing with a violin and she was, I don't know how many thousand kilometers away. And we rehearsed, I don't know, 1 hour, and 2 hours later we played it in a concert. All the rectors were there from a lot of universities from America, Europe and Asia and whatever. And this was a fantastic thing. I mean, very often I record a part and I send it to a colleague that he could rehearse with me on a recording. But it's not the same. It's possible. This is the mega indirect, no? But it's possible. But when we could do it directly, it has an incredible value. This is not contradictory with the tradition. And the tradition is not contradictory with it. They are complementary. They should live together. I'm using it. And it doesn't take me absolutely nothing of what I had before. On the contrary. And what I had before, I could vehiculate it much better.